Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier auf YouTube. Ich habe gesagt, euch versprochen, ja, es wird ein bisschen interessanter. Und interessanter wird es in dem Fall. Ich kümmere mich jetzt so langsam mal um Erfolge. Und bei diesen Erfolgen geht es heute um legendäre Erfolge erstmal, ja. Das ganze Gedöns, wo man craften muss, verschieben wir einfach auch später. Genau wie die Trophäen. Jetzt geht es erstmal darum, seltener Feind zu farmen. Und da geht es halt darum, jetzt die Bosse abzufarmen, die seltenen Monster, die einem noch fehlen, die man im Laufe der Story-Quest nicht gekloppt hat. Ja, warum mache ich das denn? Sicherlich nicht nur, weil es mir Spaß macht. Elende... So, hier war das. Elende Monster abzuschlachten. Nein, es geht einfach und allein darum, wenn man den 1 bis 30er Erfolg fertig hat. Ich habe 76,36%. Das heißt, den werde ich heute schon irgendwie fertig bekommen. Dann habe ich ziemlich Glück im Sinne von, dann kriege ich mehr EP. Ja, also dieser Erfolg, den kann man auch ruhig schon vorher machen. Ich würde euch auch dazu raten, den vorher zu machen. Denn sowas wie Instanzen laufen und so weiter wird natürlich deutlich effektiver, wenn man alle seltenen Feinde besiegt hat. Und seltene Feinde sind in dem Fall nicht Bosse, ja, sondern einfach nur Monster auf der Karte. Ja, also wirklich nichts Schweres. Ich bin heute auf Kanal Rollenspiel unterwegs. Warum? Ganz einfach, wenn man jetzt das Ganze, das kann man auch auf neue Helden machen, logischerweise, natürlich. Nur auf neue Helden ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass diese seltenen Monster schon getötet werden. So, wir sind hier beim ersten Problem. Es geht darum, Strohmann zu töten. Und Strohmann ist so ein Boss, der versteckt sich auch mal gerne. Ja, den muss man wirklich suchen. Da hilft die Autoroute nicht immer viel. Oder er ist gerade getötet worden. Das kann natürlich auch sein. Ja, also es ist nicht einfach bei den seltenen Monstern. Genau das ist halt die Herausforderung. Die seltenen Monster aufzuspüren und dann zu töten. Ja, so. Da haben wir Strohmann. Ich kann ihn theoretisch brechen, aber das bringt mir in dem Fall überhaupt nichts mehr. Ja. Einfach töten, zack, Erfolg bekommen. Sehr gut. So, wir schauen weiter. Ich muss unter C gucken. C, Erfolg. Wir schauen weiter, welcher Boss steht als nächstes auf der Liste. Und das wäre Geselle Kino und der ist zum Glück auch hier. Dann geht ihr auf M, Karte, Monster und sucht einfach den Kino hier aus. Ja, wo der ist. Wo ist er? Der Kino? Da. Totemmeister Geselle Kino, ja. Und dann läuft euer Autocharakter, indem ihr draufklickt, automatisch dahin per Autoroute. Ja, es sei denn, ihr setzt dann auf ein Monster, auf eure Alpaka auf. So, das geht dadurch relativ fix. Ja. Aber ich kann euch verraten, den Erfolg gibt es nicht nur von Level 1 bis 30, sondern den Erfolg gibt es auch von Level 1 bis Level 50 und von Level 1 bis 65. Wenn man den 1 bis 30 hat, braucht man natürlich nur noch die Monster von 30 bis 50. Ja, so einfach ist das. Ich schaue nebenbei mal schnell in Skype nach, da hat mir jemand geschrieben, ja. So, also, ich hoffe, es leckt doch heute nicht zu sehr, weil ich nebenbei noch was runterladen muss. So, also, wir haben den nächsten Punkt erreicht. So, kein Wunder, dass ich den nicht gefunden habe vorher. Der steht da ziemlich versteckt. Zweimal Todeseiszapfen drauf mit Messias und der Kino ist tot. Ja. So. Ja, welcher steht denn als nächstes auf der Liste? Das ist wirklich so, man guckt dann immer nach. Es gibt auch Leute, die dann einfach alle auf der Map kloppen, aber das ist relativ sinnlos. So. Ja, der nächste seltene Feind ist im Fegeraltal. Ja. Und dann fehlen mir noch Monster im Urs- und Tatzengebirge. So, ja. Vielleicht weiß da jemand Bescheid. Ja, die meisten Leute wissen da sicherlich schon Bescheid. Das sind die anderen Anfangsgebiete, wo ich am Anfang natürlich nicht war. Ich war ja im Kalksteinberg und im Sumpf der Gnade. Weil ich dort als Frosch angefangen habe. So, wie kommt man denn jetzt zu den anderen Gebieten hin? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Denn es geht zum Hügel der Stille. Und vom Hügel der Stille kommt man dann ganz einfach zu den anderen Gebieten hin.
Ah, währenddessen kann man dann nochmal mit der linken Gilde reden oder sonstiges. Ihr habt gesehen, bisher habe ich nicht so viel mehr gemacht. Aber das wird sich jetzt heute ändern, damit ich morgen auch vernünftigen Content liefern kann. Ja. Letztendlich füllt das jetzt hier auch sehr viel das Inventar erstmal, ja, weil die ja ganz viele die Monster ja Drops hinterlassen. Die hinterlassen halt sehr viele Drops im Low-Bereich, vor allem die eigentlich nichts bringen. Ein paar Silberstücke. Ja, und deswegen könnt ihr selber überlegen, ob ihr jetzt die Sachen verkaufen wollt. So, das war falsch. Ursantatzengebirge, genau. Das Ursantatzengebirge. Dafür brauchen wir einen Teleporter. Und dieser Teleporter befindet sich. Hier. So, einfach hindurch. Und schon sind wir im Ursantatzengebirge. Und das Schöne ist jetzt, wir fangen ganz hinten an. Warum fangen wir ganz hinten an? Erstens mal brauchen wir danach den Teleporter sowieso, also den aktivieren wir dann gleichzeitig auch. Und zweitens mal geht's schneller. Dadurch. So, als erstes muss Sterz besiegt werden. Es hat auch wenig Sinn, die ganze Zeit aufs Alpaka wieder aufzusteigen. So. Da ist wieder Dennis, ihr habt es mitbekommen. Ich würde den jetzt sehr gerne kloppen, aber ich weiß, ehe ich da bin, ist er schon wieder tot. Und ich habe jetzt auch keine Lust, den Kanal zu wechseln. Es ist ja irgendwie in letzter Zeit immer so, wenn ich aufnehme, spawnt Dennis. Das ist toll. Wirklich toll. Ich warte nur auf den Moment, wo ihn kaum noch einer kloppt. Dann hat man eine realistische Chance, den auch mal vor die Kamera zu bekommen und euch wirklich den zeigen zu können, weil es bringt ja nichts, wenn ich da ganz schnell hinlaufe und der dann sofort tot ist. Da habt ihr auch nichts von. So, die Monster hier sind natürlich noch schneller down als die eben im Wald des Regenbogenkatarakts, weil sie ja noch niedriger sind. Aber sie geben alle einen Erfolgspunkt und das ist schon mal gut. Hara. Muss ich mir merken, dass ich Hara schon habe. Okay. Ja, irgendwie ist die Einsortierung hier nicht ganz gut gewählt auf der Liste. Aber so ist es halt. Sehr schönes Gebiet hier. Habt ihr ja vorher in meinen Videos noch nicht gesehen. Hier starten die Bären. Ja. Heißt ja auch Ursohn-Tatzengebirge. So. Da ist der nächste Boss. Und es geht direkt weiter. Wenn ich genug Platz im Rucksack, das werdet ihr jetzt öfters lesen. So, ich zeige euch auch noch was anderes. Hier die besiegte Monster. Hatte ich gerade 24. So. Wo ist der Ramp? Wo ist er? Da hinten. Einen hier und dann haben wir auch hier in dem Gebiet alle. Also, was ich zeigen wollte, Erfolgspunkte hier. Jetzt steht hier besiegte Monster 25. Ich meine aber, eigentlich dürfen die nicht zählen, wenn man die dann nochmal macht. Zählen jetzt nur, weil ich den Erfolg noch nicht habe. Aber das müsste ich ausprobieren. Früher war es auf jeden Fall so, dass die Monster nicht gezählt haben für die Rangliste. So. Der letzte im Bunde. Auch besiegt die Schnellstraße. Schreibungen sind manchmal so bescheuert. Ja, sowas macht man dann einfach, wenn man Langeweile hat. Am besten fangt ihr damit von Anfang an an, ne? Alle Rare Mobs töten immer. So. Jetzt haben wir hier den Teleporter auch. Ich schau gerade nach. Sumpf der Gnade habe ich als Teleporter. Und das Fegeraltal habe ich nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann ja einfach in die Abendrotwüste jetzt. Ja, man muss nicht immer den Weg über den Hügel der Stille gehen.
gibt da auch so ein paar andere Optionen. Na, jetzt einfach hier schön ins Zwiegeraltal reinlaufen. Musik sollte euch noch bekannt vorkommen. Auch hier muss ich, glaube ich, nachher noch ein paar Ramos töten. Ich weiß nicht, ob ich hier alle habe. Das ist halt immer so die Sache. Man versucht ja, wenn man normal spielt, nach Möglichkeit alle seltenen Monster zu erwischen. Aber es ist halt nicht immer möglich. So, man sieht jetzt hier schon 90,91%. Da fehlen jetzt, glaube ich, nur noch die... Hoffentlich nur noch die seltenen Monster aus dem Fegermetall. So, hier muss ich direkt mal aufpassen. Da ist nämlich der erste. Ich habe mal jetzt das Gefühl, als wäre man auf einer Kirmes, ne? Lust auf eine Runde Autoscooter? Ja. Das Kentaro. Wollen wir den auch? Otzrik. Man sieht hier auch Ausrufezeichen, das ist die Buchquest. Das ist etwas, was ich dann aber nochmal später machen werde. So. Otzrik. Wo haben wir dich? Der müsste hier irgendwo rumlaufen. Einfach so ein riesiger... In der Regel auch andersfarbener Steinklotz. Ich dachte gerade schon, ich hätte ihn da, ist er. So. Otzrik ist auch down. Den habe ich schon. Ich würde jetzt gerne zum Belzebub laufen. Belzebub. So, Belzebub. Ist natürlich eine Fledermaus, ne? Konntet ihr euch schon denken. So, der Belzebub ist auch down. Da fehlt nur noch einer. Der Jim. Jimmy. So. Waren wir dich, Jimmy? Jimmy. Und siehe da, ich habe den Erfolg Verstecken spielen bekommen. So, ich zeige euch jetzt auch hier, der macht plus 3 Erfahrung und KP, ja, und das macht auf 100% schon 3% mehr. Ja. Nicht ganz, aber ja. Dort, wo man vorher 100% erhalten hat, kriegt man jetzt 103%. So. Also, gut. Ja, den Erfolg habe ich jetzt schon mal. Ist natürlich klar, dass das nicht der einzige Erfolg ist, den man machen kann. Wir haben hier ganz viele Level 1 bis 30er. Jetzt geht es aber hier um einen neuen Erfolg. Bei dem habe ich schon 95%, das heißt, es wird auch nicht so schwer sein, ne? Jetzt kommt es halt nur öfters mal vor, dass man hier Vila-Vulkan, noch eine Vila-Vulkan, das ist gut. Wo sind die anderen? Das ist goldene Ebene. Nochmal goldene Ebene. Oder? Nee, verdorrte Wildnis. Und... Wald von Delphi zählt auch noch dazu, okay. Ja, also, ihr habt gesehen, das sind jetzt nur 4 Gebiete, in die ich muss. Und dann habe ich schon wieder den nächsten legendären Erfolg. Also, das ist wirklich sowas, man kann das wirklich während dem Level machen.
So, das erste war Avila Vulkan. Oh, das wird ja jetzt ein Spaß. Hier ist es doppelt wichtig, dass man nachguckt, welche einem noch fehlen. Ein schöner Nacken, ja, ja. 50er Halsketten. So, hier, frisch gebackener Monsterjäger. Also, welche beiden brauche ich hier? Ich brauche einmal Wilhelm, kann man sich gut merken, und Arula. Kann man sich, glaube ich, beide gut merken, ne? Wilhelm und Arula. Ja, da haben wir schon mal Wilhelm. Der ist nicht ganz so weit oben, aber Arula, ich habe da eine böse Befürchtung. Boah, da habe ich ja Glück. Da laufe ich erstmal zu Arula und dann zu Wilhelm. Ja, da habe ich echt Glück. Schlimm wäre gewesen, wenn ganz oben der gefehlt hätte, aber da weiß ich, dass ich den gemacht habe. Das wusste ich vorher schon. Ja, theoretisch kann man auch derzeit schon, könnte man versuchen, derzeit schon den Erfolg bis 65 zu machen. Ich rate davon aber ab, ja, man hat ja im Hexenwald gesehen, wie stark die seltenen Monster sind. Das heißt, das ist ein Erfolg, der dann nochmal später kommt. Aber, ja, den 30er sollte man eigentlich machen, wenn man so von Anfang an dabei halten und dann in jedem Gebiet gucken, dass man den möglichst schnell hat. Den 50er sollte man auch möglichst schnell sich holen, also schneller als ich gemacht habe. Einfach aus dem Grund, weil euch das so viel weiterhilft. So, ja, jetzt hier war das Problem, ne? Dass hier ja der Berthold, der Belmont war. Den man dann immer für einen Ramok gehalten hat. So, da haben wir Arula. So. Wunderbar. Die halten jetzt schon deutlich mehr aus. Ihr merkt es, glaube ich, auch. So, Wilhelm als nächstes. Und dann geht es schon wieder ins nächste Gebiet. Das war ja die Goldene Ebene. Dann verdorrte Wildnis und Wald von Delphi. Stehen alle auf dem Programm. Und dann gibt es schon 8%, glaube ich, mehr. Müssten das sein, 8% mehr EP. Ja, ihr seht auch so ein bisschen, die Autoroute ist nicht ganz hilfreich. Ja, man guckt sich dann hier trotzdem immer wieder um. Man weiß, der Ramop ist hier irgendwo in dem Gebiet. Aber wo genau? Oder ist der Wilhelm tot? Der Wilhelm ermordet worden. Nein, er lebt. Noch. Oh, den kann ich sogar brechen. Oh. Oh. Wow. Ja, nächster Erfolg. Und direkt mal ein törichter Gedanke. Uiuiui. So, jetzt geht's hier auch wieder zurück. Zur Base. Denn der nächste steht auf dem Zettel. Und während ich hier rumlaufe, kann ich auch direkt schon mal nachgucken, welcher das ist. Hier. Ich muss immer so weit runter scrollen. Katja. Katja. Ja, Katja. Aus den goldenen Ebenen. Und danach kommt Ezio Auditore aus der verdorrten Wildnis. Und als letztes kommt noch Buer. Boah, die kann ich mir alle merken, glaube ich. Ich versuch's mal, ja. Dann geht das schneller. Also als letztes Katja, dann Ezio und dann Buer. Oder Buer. So, goldene Ebene steht hier auf meinem Zettel. Hahaha, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Und dort fehlt uns die Katja. Ich spreche die total falsch aus, ne? Katja, Katja, Katja. Wie spricht man das aus? Mit Y. Gute Frage. Mit Y kenne ich mich ja aus hier, Yamael, ne? Spricht man wie J in dem Fall. Yamael. Und nicht Yamael. Das hört sich auch gar nicht an. So. Ja.
Hoppel, 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 Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. ja, die Katja. Die ist hier. Und das ist auch so eine Olle, ne? Die macht auf lieb, ne? Hier. Sieht total unschuldig aus. Aber diese Brille. Diese Brille sagt alles. Diese Brille sagt alles über den Wahnsinn dieser Frau. Ja, die ist wahnsinnig. So, die Katja war mal. Und bevor ich jetzt wieder Silber ausgebe für den Teleporter, laufe ich einfach so in die verdorrte Wildnis. Das bietet sich bei solchen Gebieten, die so da beieinander liegen, ja auch an. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen. Man kann hier nicht durchs Wasser. Ich kann nicht schwimmen! ja. Wusstet ihr, es gibt Frösche, die nicht schwimmen können? In ihnen die Türen. Ja, hier läuft gerade die Legionselite rum. Die ist aber vollkommen egal. Auch der Typ da. Nee. Ich brauche ich ja nicht mehr. Ich brauche jetzt als nächstes den Ezio und danach den Bühr. Bühr. Oh. Ja, sowas liebe ich ja. Wenn du aus dem Portal rauskommst und eigentlich nur geradeaus weiterlaufen willst. Oh. Einfach nur geradeaus weiterlaufen wolltest und dann ist da das Portal, ne? Aber der Ezio, der ist natürlich auch an einer gemeingefährlichen Stelle hier, ne? Das ist der Macker. Voll der Obermacker. Nee. Der Ezio. Der versteckt sich immer, ne? Total. So, hier soll irgendwo Ezio sein. Da haben wir, einen relativ großen Umkreis, wo der sein könnte. Da haben wir nämlich Jack. Und wen haben wir hier? Bei den Viechern? Hier ist auch ein Rare Mob, oder nicht? Hallo! Rare Mob! Ihr seht, ich bin schon komplett woanders hingelaufen jetzt, ne? Ezio. Ist da einfach die Autoroute total verkackt, oder was? Ezio. Ezio! Ezio, da ist er. So, Ezio Auditore. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So! Ezio, du bist tot! Fehlt nur noch einer. Fehlt nur noch einer und dann ist auch der nächste legendäre Erfolg komplett. Ihr seht, das ist total einfach, ne? Einfach hin, zack, tot, fertig. Ja, und dann geht's zum nächsten. Und dann hin, fertig, hin, zack, tot, fertig. Nächster bitte. Ja, hier wird richtig abgefertigt. Wie am Fließband arbeiten wir hier gerade. Und wir laufen total falsch. Aber das ist egal. Ja? Der Weg ist das Ziel, Leute. Ja? Na, ihr könnt das natürlich auch gerne so machen, wirklich in jedes Gebiet jeden Ramp-Up machen. Könnt ihr gerne machen. Ich schau lieber nach, welche mir noch fehlen und kloppt ihr dann um. So, Wald von Delphi. Der Bühr fehlt noch. Mal gucken, wo ich den denn übersehen habe. Bühr. Das ist zumindest keiner dahinter. Da. Oh, da ist der. Okay, bei den Grabungen. Stimmt. Interessant, interessant. Ja. Ich glaube, das Video hier ist sehr informativ für den einen oder anderen. Ja, denn wir wollen doch alle mehr EP bekommen. Alle. Ja. Und so Glücksbringer und so weiter ist teuer auf Dauer. Kann auch einfach hingehen und ein paar Monster umklatschen und kriegst du auch mehr EP von den Monstern. Das sind jetzt schon 3% und gleich werden es noch mehr. Ja. Es werden immer mehr. Ja, die Leute, was haben die Leute damals gemacht, als das 65er Cap rauskam? Die sind durch jedes Gebiet gewatschelt und haben dort die Rare Mobs wirklich schnell getötet, damit sie auch ja den letzten legendären Erfolg in die Richtung haben. Ein anderer sehr interessanter legendärer Erfolg ist übrigens der mit den Trophäendrops. Der ist aber ein bisschen schwieriger zu bekommen. So.
einen MP-Trank kann ich mal eben entbehren für die Dämonenreste. So, ja, legendärer Erfolg, ne? So einfach geht das. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. 7 Punkte mehr, ja. Yeah. Aber entscheidend ist vielmehr das hier. Plus 3 Erfahrung und KP. Ja, sind jetzt schon 6. Ich verrate euch was, der letzte gibt 4 dazu, dann sind es 10% mehr. 10% mehr. Ja? Das macht sich aus. Vor allem bei so Leuten, die ganz gerne gegen Monstern rumrennen und die töten. Könnt ihr gerne so machen. Ja, ihr wisst jetzt, wie ihr da schon mal 6% mehr bekommen könnt. Der legendäre 80er-Erfolg könnt ihr natürlich auch machen. Der geht genauso. Nur halt in anderen Gebieten. Ja, das war's von meiner Seite aus. Diesmal mal mit einem sehr informativen Video, glaube ich. Ja. Vor allem für die Leute, die sich mit legendären Erfolgen nicht so auskennen. Den Trophäenerfolg zeige ich euch irgendwann auch mal. Das ist dann auch einfach nur stupides Abfarmen der Bosse. Da werde ich aber nicht jeden Boss zeigen. Und nicht jede Instanz nochmal zeigen, sondern da geht es dann vor allem um die Gildenbosse. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wieder in die Kommentare, so, falls was zu bemängeln gibt. Würde mich das natürlich auch interessieren. Ich hoffe, dass dem aber nicht so ist. Ja, bis dann, euer Yamael. Ciao und viel Erfolg beim Farmen der Monster. Das ist total schwer, ne?